Jeder benutzt es im Navi, GPS. Damit GPS funktioniert, braucht es sogar die Relativitätstheorie. Wie das geht, erfährst du hier. In den 1990er Jahren ist das Ganze entstanden. Das GPS wird genutzt, um die eigene Position mit Hilfe von Satelliten zu bestimmen, wird vom US-Verteidigungsministerium betrieben und am Anfang wurde auch eine künstliche Ungenauigkeit eingebaut, die es sozusagen anderen erschwerte, das Ganze zu benutzen. Im 2. Mai 2000 wurde diese künstliche Verschlechterung abgeschaltet, sodass man jetzt eine Genauigkeit von 10 Metern hat und damit der Weg frei ist für die zivile Nutzung. Wie funktioniert das Ganze? Naja, man hat eine Menge Satelliten, und zwar so 24 bis 30 Satelliten, die verfügbar sind. Gibt natürlich auch ein paar Ersatzsatelliten. Die schweben in ungefähr 20.000 Kilometer Höhe. Man empfängt immer so 6 bis 8 Satelliten gleichzeitig. Sie haben hochpräzise Atomuhren an Bord und fliegen mit ungefähr 4 Kilometer pro Sekunde. Sogar die Relativitätstheorie spielt eine wichtige Rolle. Und zwar ist es so, dass durch das geringere Gravitationspotenzial Zeit schneller vergeht und die Bahnbewegung selber verzögert wiederum die Zeit. Bei 3000 Kilometern Höhe würden sich beide Effekte aufheben. Da aber das Ganze ungefähr so 20.000 Kilometern über der Erde sich befindet, überwiegt dieser gravitative Effekt um mehr als das Sechsfache. Das heißt, Klartext, dass auf den Satelliten die Zeit schneller vergeht als auf dem Erdboden. Das Ganze ist zwar nur 4,4 mal 10 hoch minus 10 der Faktor, um den es sozusagen die Zeit schneller vergeht. Das ist verdammt wenig, aber die Atomuhren, die arbeiten mit einer Genauigkeit von 10 hoch minus 13. Das heißt, um ganze 3 Größenordnungen genauer. Und daher muss man das tatsächlich berücksichtigen und entsprechend rausrechnen. Wie kann ich mithilfe von GPS meine Position bestimmen? Dazu habe ich hier eine schöne Erdkugel. Und hier sind auch schon Breiten- und Längengrade drauf. Aber wie funktioniert es jetzt genau? Dazu habe ich Satelliten hier drumherum. Und der Einfachheit halber ist das jetzt praktisch ein Satellit, das ein Signal ausgesendet hat. Und das Signal geht, vereinfacht gesagt, kugelförmig, breitet sich das aus. Wenn sich das kugelförmig ausbreitet und ich jetzt zum Beispiel weiß, die Laufzeit, wie lange es praktisch gebraucht hat, um jetzt praktisch sich so weit auszubreiten, dann weiß ich, dass ich irgendwo auf dieser Kugeloberfläche bin. Das ist aber noch ziemlich viel Möglichkeiten. Ich möchte sie ein bisschen genauer haben. Und dazu habe ich mal dieses Gebilde. Das sind schon 2 Satelliten. Bei 2 Satelliten, wenn man mal vereinfacht davon ausgeht, dass die gleichzeitig, sagen wir mal, ihr Signal losgeschickt haben, dann kommt irgendwann der Moment, wo genau das passiert, was hier dargestellt ist, nämlich, dass sich diese beiden Kugeln schneiden. Und wenn die sich schneiden, dann sieht man hier, ergibt sich sowas Kreisförmiges. Ich habe das nochmal ein bisschen schöner. 2 Kugeln und hier kann ich jetzt die Kugel wegnehmen. Und hier sieht man das sehr schön kreisförmig. Beziehungsweise, wenn man in die beiden Kugeln reingucken möchte, auch das habe ich hier in weiß angemalt. Hier sieht man den Kreis. So, Kreis ist klar.
jetzt habe ich auch noch ein Problem. Auch so ein Kreis ist ganz schön groß. Ich brauche ja eigentlich einen Punkt, wo ich bin. Jetzt gucken wir uns nächstes Beispiel. Drei Satelliten. Auch wieder vereinfacht gesagt, alle drei zur gleichen Zeit senden die ihr Signal aus. Und dann gibt es den Punkt, an dem sich alle drei überschneiden. Und wenn ich das jetzt auseinandernehme, Seite, habe ich schon vorbereitet, kann ich jetzt hier rausnehmen und hier sehe ich, zwischen denen ist es ja ein Kreis, also zwischen der Kugel und der Kugel und zwischen der Kugel und der Kugel habe ich jeweils einen Kreis und auch zwischen der und der Kugel ist ja auch ein Kreis. Und wenn ich das jetzt hier rausnehme, dann sehe ich, dass es hier einen Schnittpunkt gibt. Hier und hier. Der eine Schnittpunkt, der liegt irgendwo im Weltall, der ist unlogisch. Der andere liegt aber auf der Erde und das ist da, wo ich bin. Das heißt, wenn ich von drei Satelliten ein Signal bekomme, gibt es einen Schnittpunkt. Jetzt brauche ich aber, um die Zeit auszurechnen, ich habe das hier nochmal in weiß, so sieht man es vielleicht nochmal etwas besser. Hier, hier, hier und hier ist der Schnittpunkt, hier schön in der Mitte. Jetzt ist aber, wie gesagt, das in dem Modell so, dass jetzt alle drei Kugeln gleich groß sind. Das ist ja in Realität nicht so. Ich habe verschiedene Laufzeiten und die Laufzeit wird dadurch berechnet, indem das Signal, wenn es losgeschickt wird, einen Zeitstempel bekommt. Das heißt, in dem Signal steht sozusagen, wann es losgeschickt worden ist. Und wenn das beim GPS-Empfänger, also sprich bei deinem Smartphone zum Beispiel, ankommt, dann ist es so, dass das Smartphone das mit seiner eigenen Zeit vergleichen muss. Jetzt ist es aber auch so, dass wir hier über Atomuhren reden und über Zeitgenauigkeiten, wo ich sogar die Relativitätstheorie mit einberechnen muss, von 10 hoch minus 13. Das ist schon sehr genau. Und jetzt hat natürlich niemand in seinem Handy eine Atomuhr versteckt. Ist aber im Prinzip ganz einfach zu lösen. Die Zeit ist halt einfach eine weitere Unbekannte. Und wenn ich vier Unbekannte habe, brauche ich auch vier Gleichungen. Also reichen nicht drei Satelliten, sondern ich brauche noch einen vierten Satellit, mit dessen Hilfe ich sozusagen die Zeit berechnen kann. Das heißt, ich muss immer mindestens vier Satelliten empfangen, damit GPS funktioniert. Drei Satelliten, hier Kugeln, Schnittpunkt. Und der vierte Satellit hilft mir sozusagen die eigene Zeit zu berechnen. Und auf diese Art und Weise weiß das Handy, der GPS-Empfänger, nicht nur wie spät es ist, sondern auch, wo es sich befindet. Schon irre Sache.